Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch Wobble Wobble. Ich weiß gar nicht, was für Items wir immer bekommen. Also, das sieht wirklich sehr, sehr, ich sag mal, mysteriös und mystisch aus. Da müssen wir natürlich gucken, was das denn überhaupt ist. Ach du heilige Scheiße, wir bekommen 4 heilige Kugeln, eine gelbe Münze S, 4 Zeitkugel-Amulette. Heftig. Ja, das ist doch cool. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Wir wurden für Platz 2000 echt sehr gut belohnt. Ich war auf, naja, der weltweiten Rangliste Platz 2000 der, ja, der Ranglisten-Session. Gefällt mir. Ich habe übrigens ein bisschen Geld gefarmt offscreen. Nicht viel, ich glaube 1000 oder 2000 Y-Geld müssten das gewesen sein. Jetzt aber mal hier schauen, was haben wir denn da Schönes bekommen zum Login-Bonus. Wo haben wir es denn? Meral-Tempura. Macht Yo-Kai die Tempura mögen viel zahmer. Okay, ist anscheinend ein neues Item namens halt Tempura. Okay. Ja, dann will ich mich da nicht beschweren. Gut. Wissen wir ja Bescheid. So, da der Ranglistenkampf ja jetzt vorbei ist, der letzten Woche, der für mich letzten Woche, ist natürlich die Frage des Tages, welcher Ranglistenkampf jetzt ansteht. Ich hoffe natürlich, ist es wieder mal ein tapfer Yo-Kai, weil so könnten wir halt richtig gut Punkte fahren. Alter. Das Ganze ist gerade mal, also die jetzige Challenge, der jetzige Ranglistenkampf, ist gerade mal knapp 8 Stunden, knapp, ja, knapp 9 Stunden, knapp 10 Stunden am Start und schon haben hier die Leute so eine Punktzahl von 8 Millionen geholt. Okay. Rastet halt vollkommen aus. Und es ist leider kein Yo-Kai. Oder keine, kein, man darf keinen Stamm benutzen. Na, man darf keinen Tapferstamm benutzen. Das finde ich schade. Und deswegen werde ich diese Challenge auch nicht spielen, weil, wie gesagt, dazu will ich mich nicht zwingen. Wenn man einen Ranglistenkampf auf Tapfer spielen kann, finde ich es gut. Mache ich das, aber so nicht. So, deswegen widmen wir uns wieder der, ich sag mal, Story. Und wie wir sehen können, wir haben im letzten Part wirklich Großes vollbracht. Wir haben nämlich, wie hieß er denn? Wie hieß er nochmal? Captain Kutter? Captain Charon, den haben wir geklatscht. Und deswegen geht's jetzt auf zum 4. Kreis des endlosen Infernos. Gefällt dir das endlose Inferno? Weiter so. Mir ist, als hätte ich gerade ein Glubschauge-Auge gesehen. Ein Glubschauge. Wer könnte das sein? Gafun? Das Gafun-Recolor? Könnte sein. Wir machen weiter mit dem Brocken. Ja? Let's go. Ein Glubschauge. Ein Glubschauge. Wer könnte das gewesen sein? Ich erinnere mich da gerade an jemanden zurück, der in der Innenstadt gewesen ist. Und zwar, oh, wo war das nochmal? Ich glaube, es war auf dem hohen Gebäude, der, einige würden es heute Fitnesscenter nennen. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber ich glaube, ihr wisst, welchen ich meine, oder? Ich glaube, der könnte das sein. So, die Kombo ist erreicht und deswegen würde ich sagen, hauen wir jetzt voll auf die Kacke. Let's go. Ne, ich habe seinen Namen wirklich vergessen. Wer ist das nochmal gewesen? Der mit diesem Kreuz auf der Stirn. Ich weiß es nicht. Ich bin wirklich gerade untröstlich. Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Aber ich habe ihn, ich habe den Namen von ihm wirklich vergessen. Also, das ist mir gerade echt peinlich hier. Hammerhart. Aber wisst ihr was? So, lasst uns in die Fiebephase gehen. Denn ich denke, das wird uns doch ganz gut gelingen. Vorausgesetzt, wir lassen den guten Herren noch am Leben, bevor wir in die Fiebephase kommen. Das sollte aber drin sein. Oder es sei denn, der Gute lässt uns am Leben, bevor wir in die Fiebephase kommen. Frage ist halt nur, was können wir jetzt machen? Effektiv, glaube ich, gar nichts, außer Shogunans Ulti vielleicht und
Oh, komm schon, Junge! Nein! Ich hätte 1 Million erreichen können. Ich hätte 1 Million Punkte erreichen können. Fuck it. Ich habe zu lange rumpalabert. Egal. 300 Y Geld und dann nochmal 300 Y Geld als Belohnung, dass wir den Kampf geschafft haben. Wunderbar, wunderbar. So, jetzt arbeiten wir uns quasi von oben nach unten herab. Und voran. Es war ja bei den anderen endlosen Inferno-Kreisen andersrum, dass wir unten gestartet sind und mussten nach oben laufen. Jetzt, wie gesagt, umgekehrt. Ja. Also, mit Glubschauge könnte natürlich auch, wie gesagt, Gafun gemeint sein. Wobei ich mich da frage, so, das war doch kein Boss aus Yokai Watch 1 und eigentlich tauchen im endlosen Inferno eigentlich... Also, eigentlich müssten nur Yokai auftauchen, die aus Yokai Watch 1 kamen, was das endlose Inferno angeht. Und das himmlische Paradies ist ja quasi das Pendant zum endlosen Inferno, nur dass dort halt Bosskämpfe aus Yokai Watch 2, redesign, also nochmal designt worden sind. Ja, dort kamen ja quasi Recolors zu verschiedensten Yokai Watch 2 Bossen vor. Deswegen frage ich mich, mache dies wirklich Sinn? Wenn man hier einen Yokai Watch 2 Boss vertreten lässt. Ich habe keine Ahnung. Wirklich, ich weiß es nicht. Ja, da müsst ihr jemand anderen fragen. Oh, komm, schnell fertig werden jetzt. Wenn das reicht, aber ich glaube, es reicht nicht. Wir werden sterben. Oh, wow, ich glaube, es ist der erste Kampf im endlosen Inferno, in dem wir sterben werden. Kann das sein? Lol. Ja. Sind wir schon mal bei einem Kampf gestorben im endlosen Inferno? Ich glaube, wir sind bisher noch nie hier gestorben. Ist alles nur, weil ich so palavert habe. Schön. Nein, das ist der falsche. Und das irritiert mich jetzt gerade, weil ich möchte natürlich immer auf den oberen Yokai klicken, weil wir uns ja immer von unten nach oben gearbeitet haben. Dementsprechend ist auch immer der obere Gegner der neue. Jetzt ist es der untere. Das ist wieder so eine Umgewöhnung gerade hier, ne? Das ist hammerhart. Ich weiß auch gerade gar nicht, warum ich probiere, überhaupt auf die Bonuskugeln zu gehen. Das wird doch sowieso nicht funktionieren. Weil wir jetzt schon 3 Stück haben. Also es könnte vielleicht sogar möglich sein, ja? 4. Das könnte jetzt die 5 sein. Nein, da natürlich nicht, weil... Warum sollte man bei einem 15er Wap-Wap, von der Größe her, warum sollte man das auch gönnen? Also jetzt mal ehrlich. Kinas, das wisst ihr selber. Na gut, aber das wird sowieso nichts, also hau ich einfach die ganzen Ultis jetzt raus und guck, dass ich hier wegkomme. Let's go. Und bye, meine Brudingos. In Gegnerform. Hans ist gut. Man's ist gut, oder wie der gute Kaidi Peterson sagen würde. Be brave! Stay wild! Oh. Kennt ihr jemand von euch? Liken, wer es kennt. Ich wette, die wenigsten von euch. Kennt ihr Kaidi Peterson? Das ist ein amerikanischer YouTuber, der... Boah, ich weiß gar nicht, ob YouTube sein Standbein ist. Weil ihr müsst wissen, er hat nämlich auf YouTube einen Kanal, der heißt Brave Wilderness. Und dort lädt er alle möglichen Videos zu... Ja, okay. Also, er hat halt einen YouTube-Kanal, in dem er halt Spezies von Tieren trifft. Ja, er trifft auf diesem Kanal häufiger mal und eigentlich immer tierische Spezies an, von denen er sich unter anderem beißen oder stechen lässt oder... wo er sie einfach nur vorstellt. Generell ist sein Kanal dazu da, um den Leuten auch die Angst zu nehmen. Zum Beispiel, gerade wenn er eine Spinne trifft, möchte er den Zuschauern damit klar machen, hey, das ist eine Spinne, die ist nicht dazu da, um euch zu beißen, sondern um sich halt zu verteidigen oder zu sagen, hey,
Ich hab nichts gegen dich. Persönlich jedenfalls, ja. Ich muss mich halt nur verteidigen, bla bla, das ganze Gedöns halt, ne? Und ja. Darum handelt halt sein Kanal. Er möchte Tierspezies vorstellen, sich von denen beißen oder stechen lassen, um den Grad des Schmerzes zu teilen und zu zeigen in seinen Videos. Und er kann richtig ausrasten. Ich weiß nicht, also ich habe an diesem Kanal sehr Gefallen getan. Ich habe meinen Gefallen an diesem Kanal auf jeden Fall gefunden und wünsche dem guten Kaidi Peterson alles Gute. Ja. Das Lustige ist, ich habe mal so nachgeschaut, er hat seinen Kanal seit... Oh, seit wann? Er hat ihn, glaube ich, September 2014 gestartet und hat jetzt, glaube ich, fast 10 Millionen Abonnenten. Wollt ihr wissen, wann ich meinen Kanal gestartet habe? Also so richtig ging es auf meinem Kanal los im... Schade. So richtig ging es mit meinem Kanal los Oktober 2014. Also ich habe meinen Kanal einen Monat nach ihm gestartet und ich habe 50.000 Abonnenten, während er 9 Millionen hat und fast eine 10 Millionen ist. Ist auch ganz klar, er macht ja auch viel, viel krasseren Content. Aufwendigeren Content. Content, den die Leute sehen wollen und dementsprechend, ja. Ist es auch kein Wunder, dass er so einen Erfolg verzeichnet, während ich ja doch auch schon zufrieden sein kann. Man muss ja auch dazu sagen, Amerika ist ja ein Land mit viel, viel mehr Einwohnern als Deutschland. Deswegen auch zum Beispiel so absolut gesehen amerikanische YouTuber mit 50.000 Abonnenten viel kleiner sind als ich, obwohl wir die gleiche Abonnentenzahl haben. Der Grund ist einfach... Der Grund liegt einfach dort, da, wie gesagt, Amerika ein viel größeres Land ist. Die Sprache Englisch kommt viel, viel öfter zum Tragen. Die wird häufiger benutzt als die deutsche Sprache. Ja. Ich meine, wo spricht man Deutsch? In welchen Ländern? Deutsch, Österreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg vielleicht noch, vielleicht auch ein bisschen Holland und dann war es das auch. Also ich sag mal so, ich bin eigentlich absolut gesehen ein größerer YouTuber, wenn ich 50.000 Abonnenten habe, gegenüber eines YouTubers, der 50.000 Abonnenten hat und aus Amerika kommt, ja. Weil er in seinem Land, wo er halt lebt, entweder, weiß ich nicht, Großbritannien oder Amerika, Nordamerika. Dort ist es ja so, das Land, auch die Fläche ist viel größer, ja, als die von Deutschland. Und dementsprechend wohnen da halt auch mehr Einwohner und dementsprechend wird er halt auch auf der Straße viel seltener erkannt, weil er ja in Amerika nur 50.000 Abonnenten hat und dementsprechend ein etwas kleinerer YouTuber ist. Ja. Hat man meine Theorie oder meine Rechnung verstanden, was ich damit sagen möchte? Klar, Kaidi Peterson ist ein viel größerer YouTuber als ich, was man auch gerade daran erkennt, da er 9 Millionen Abonnenten hat. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr große Zahl. Generell für YouTube gesehen sind 9 Millionen richtig viel. Ich meine, Gronkh hat fast 5 Millionen. Und das ist ja schon für deutsche Verhältnisse richtig groß und das sind richtig viele Abonnenten. Aber ja, schade. Ich dachte, ich könnte noch die Ulti-Seal machen zum Ende hin, aber das war leider nicht drin. Schade. Also fassen wir zusammen. Auch wenn ein amerikanischer YouTuber 50.000 Abonnenten hat, genauso wie ich, ist er zwar so an sich, wenn man sich die beiden Kanäle anguckt, genauso groß wie ich. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Verhältnisse in Betracht ziehen,
hinsichtlich der englischen Sprache, die man verwendet, hinsichtlich... hinsichtlich... des Gebiets, aus dem man kommt. Ja, du sprichst mit der englischen Sprache einfach viel mehr Menschen an, als jetzt die deutsche Sprache. Weswegen du halt mehr Abonnenten machst. Dennoch, da es halt auf der ganzen Welt mehr englischsprachige Menschen gibt als deutschsprachige Menschen und das zu so großen Teilen, dass man es eigentlich gar nicht in Relation setzen kann. LOL, weil es halt so viele Länder gibt, die halt Englisch als Amtssprache haben, als Hauptsprache haben. Muss man einfach bedenken, hey, auch wenn diese YouTuber 50.000 Abonnenten haben, könnten sie eigentlich mehr haben, weil sie eine viel größere Masse ansprechen können. Ja? Wisst ihr eigentlich, wie oft ich überlege, einen englischsprachigen Kanal anzufangen, wo es um Gameplays geht? Ich habe mir das schon so oft irgendwie durch den Kopf gehen lassen, von mir so, hey, wäre es nicht irgendwie voll geil, wenn du mal irgendwie auch so ein englischsprachigen YouTube-Kanal startest, wo du einfach nur englische Gameplays abspielen lässt oder sowas in der Art. Weil ich bin mir sehr sicher, dass ich auch damit vielleicht eine Masse erreichen kann, die größer ist als meine jetzige, und das ist einfach Fakt. Nur ist die Frage, was mache ich dann auf diesem englischsprachigen Gaming-Kanal? Ich weiß es nicht. Das ist die Frage des Tages. Wie viel haben wir geschafft? 1, 2, 3, 4, 6. 6 Level haben wir geschafft. Das ist ja gar nicht mal so gut. Ja, komm, das Level mache ich noch. Boots, es geht ja alles fix von der Hand. Also moin. Ja, aber wisst ihr, es geht mir nicht nur um den Erfolg und so. Also so muss man ja, so darf man ja nicht denken. Ja. Aber dennoch wäre es ja eigentlich schön, eine größere Audience, eine größere Zuschauerschaft zu erreichen, indem man einfach mal einen englischsprachigen Kanal aufmacht. Ja, indem ich einfach Gameplays spielen lasse, abspielen lasse, dass ich halt irgendwie Walkthroughs mache oder so. Ich will jetzt auch nicht der 1001. sein, der englischsprachige Walkthroughs hochlädt oder so, aber... hätte schon irgendwie was, aber andererseits habe ich überhaupt die Zeit dafür. Ich weiß ja gerade selber, was für eine Arbeit es ist, schon diesen Kanal zum Laufen zu bringen und am Leben zu erhalten. Und dann noch einen englischsprachigen Kanal am Laufen haben mit viel Content. Ich weiß nicht. Ich glaube, das würde mir entweder nicht gut tun oder dafür hätte ich keine Zeit. Ich muss gucken. Vielleicht mache ich auch so einen deutschsprachigen Kanal auf, wo ich mich von Spinnen und anderen Tieren beißen lasse oder von Alligatoren. Und dann sage so, I'm Kylie Peterson. And now I got bitten from a... Nein, ich kann kein Englisch. Scheiße! Ich bin so abgelenkt. Ach. I'm Kylie Peterson, and now I will be bitten. Ist das richtig so? Da fängt es ja schon an. Ich könnte halt keinen englischsprachigen Kanal aufmachen, weil ich halt die Grammatik nicht checke. Nicht kann. Ah! I'm Kylie Peterson, and now I will be bitten by a creature which is named the Black Widow. Wow, well, I'm dead, lol. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sollte es sein lassen, darüber nachzudenken, englischsprachige Kanäle aufzumachen oder also Tierhandkanäle aufzumachen. Jurobunyan.
Wie Jurobunyan? Ist der aus Wii U-Zeiten oder was? NG 9500. Okay. Gut, die Neuigkeit gibt's wohl nicht. Anscheinend hätte ich das noch nicht sehen dürfen. Läuft bei mir. So, gelbe Münze S, Yokai-Match-Münze, höhere Chance auf seltene Mystica-Yokai. Let's go. Wahrscheinlich kommt trotzdem ein Rang-D-Yokai raus. Petzmeralda oder so. Ich kann's kaum noch abwarten. Kyubi-Brudes! Kyubi-Brudes! Endlich frei und du hast mich befreit, ja? Dann stehe ich dir fortan zu Dienst. Ja, ein Brudes! Ja, moin! Was geht? Wie geil ist das denn? Ha, nice, ey. Einfach in S-Rang gezogen. Schön, ey. Schön. Ha, da könnte ich heulen. Na gut, Brudingos, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen möchtet, dann abonnieren Sie diesen Kanal, damit Sie nämlich nichts mehr verpassen. Schönen Tag noch.